Das stand ja dann in allen Zeitungen. Das Internet wird die Freiheit in die entlegensten Winkel der Erde bringen. Das heißt also, für die Verbreitung der Demokratie sind künftig amerikanische Elektronikkonzerne zuständig. Also selbst das liegt bald in den Händen der Nerds. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir wird es da ein bisschen mulmig. Soziopathen, die auch noch Probleme mit Frauen haben, die neigen doch eigentlich eher zur Diktatur. Gerade wir Deutschen sollten das doch wissen. Jetzt nehmen Sie nur mal den berühmtesten Computer-Nerd der Welt. Steve Jobs. Der war eine Mischung aus Religionsgründer und Software-Milke. Ja, seit er letztes Jahr gestorben ist, wird ja Apple immer mehr zu einer Weltreligion. Es ist alles da. Eine charismatische Gründerfigur mit einer Passionsgeschichte. Fanatische Anhänger. In jeder größeren Stadt diese Vertragshändlerkathedralen. Und am wichtigsten, Apple beansprucht für sich die einzig wahre Heilslehre. Das ist ein untrügliches Zeichen für eine Weltreligion. Wenn Sie einmal einen Apple-Computer haben, brauchen Sie alles von Apple. Ich beobachte das immer wieder im Zug. Ja, die Leute haben vor sich ihr iPad liegen, daneben das iPhone und auf den Ohren den alten iPod. Und das Ganze bröseln sie voll mit iBrot. Ja, die sind von vorne bis hinten veräppelt. Und Apple. Apple hat ja auch kein Firmenlogo. Das ist ein religiöses Symbol. Der angebissene Apfel. Buch Genesis, 3. Kapitel. Eva wird von der Schlange bequatscht. Dann essen Adam und Eva von der verbotenen Frucht und erkennen, dass sie nackt sind. Dann sagt der Herr: Oh Gott, seid ihr hässlich, raus aus dem Paradies. Und genau das tut Apple. Steve Jobs war die Schlange für das analoge Zeitalter. So ein iPhone macht dich nackig. Damit kannst du nichts mehr verbergen. Und du bist überall erreichbar. Und zwar nicht nur für Anrufe, für alles. Und das ist nicht das Paradies. Das ist die Hölle. Leitende Angestellte wissen das. Die haben keinen Feierabend mehr. Denen kann ihre Arbeit 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zugestellt werden. An jeden erdenklichen Ort der Welt. Die müssen nicht mal angezogen sein. Ja, die können bei einem Glas Altbierbowle um 3 Uhr morgens nackt bis auf die Gummimaske in einem Moorbad in Bangkok sitzen und über den Zölibat lästern. Plötzlich plopp, sie haben neue Nachrichten. 300 Seiten Akten, bitte bis Montag erledigen. Und dann kotzen die wirklich in den Laptop. Man muss natürlich auch die positiven Seiten sehen. Mit einem iPhone bist du permanent für einen Aufruf zur Demokratie erreichbar. Natürlich befördert das Internet die Demokratie. Das ist vollkommen richtig. Einfach deshalb, weil das Internet alles befördert. Den Turbokapitalismus, die Reflexe und die bessere Vernetzung von Menschen, die beim Geschlechtsverkehr gerne Windeln tragen. Es gibt nichts, was nicht vom Internet profitiert. Die chinesische Regierung zum Beispiel, die chinesische Regierung hat jetzt kürzlich den Zugang zu Pornografie im Netz wieder weitgehend freigegeben, weil sie gemerkt haben, dass das die Leute von der Straße weghält. Ja, die lassen das System in Ruhe, solange sie was anderes haben, woran sie rütteln können.